So Leute, bevor das hier losgeht, möchte ich euch noch kurz eine Kleinigkeit mitteilen. Am 15. Juli in Magdeburg eröffnet ja der neue Fanshop. Und darauf freue ich mich am meisten, Leute. Ich und mein kleiner Bruder, wir wollten unbedingt dahin und wir werden auch hinfahren. Und Leute, was jetzt noch richtig geil ist, Arte Condé kommt vorbei, machen Autogrammstunde. Und Leute, eine FCM-Legende kommt noch vorbei, Christian Beck. Und ich glaube, den kennen ja sowieso viele von euch, also mindestens die FCM-Fans müssen ihn kennen. Und darauf habe ich auch noch meinen Bock, Leute. Ich freue mich auf ihn. Und er ist auch für Fotos da. Er bringt dann noch sein Trikot mit, Leute. Er hat ja so ein Trikot hochgesteigert, also keine Ahnung, wie hoch jetzt das Trikot gesteigert wurde. Keine Ahnung. Und das wird er dann auch persönlich abgeben. Und ja, meine lieben Freunde, jetzt wünsche ich euch viel Spaß am Video. So, an der Stelle, moin Leute, was geht, euer Junior und der meine lieben Freunde. Heute kommt so ein Video auf meinen Kanal und wie es im Titel schon steht, heute fahren wir zum Pokalspiel Staßfurt gegen Schönebeck. Ja Leute, wir haben es gerade 17 Uhr und ich fahre mit den 18.24 Uhr. Das Spiel fängt 19 Uhr an, also 19 Uhr ist Anschluss. Und wir fahren mit meinem kleinen Bruder hin, wird richtig geil, ich bin mal gespannt, was da so abgeht. Ja Leute, es soll ein richtiges Topspiel sein, habe ich gehört. Bei Schönebeck, wenn ich nicht falsch bin, spielen auch drei Spieler, die kommen aus der FCM-Jugend oder zwei. Und da bin ich mal extrem gespannt, was sie so am Ball können. Und dann meine Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann ja, beim Fußballplatz. Wir sind jetzt an der Buschelle. Da ist mein kleiner Bruder. Checkt ihn auch gerne mal aus. Ja. Checkt ihn gerne mal aus. Ja, irgendwie Deutsch ist ein großes Problem heute. Ja, Deutsch. Wie gesagt, checkt ihn gerne mal aus. Ja, dann hau mal den Typen raus. Wer ist denn? Captain Höhern. Captain Höhern. Ja, der ist Captain von Schiff oder was? Ja, Kapitän, Junge. Ja, Kapitän, ja. Kapitän geworden. Und dann mal den Freunden. Du musst ran, du musst unten am Feld, am Fußballfeld, ja. In Schlossort. Take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking bait now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember. So Leute, an Fußballplatz ist angekommen. Wir haben sich auch schon alle auf. Ungefähr 20 Minuten geht's los. Ja, wird sehr nice. So Leute, wir haben jetzt gerade noch ein Heft bekommen, unser Ticket bekommen. Ja. Cool, ich habe auch so ein Heft bekommen, habe ich auch schon Ranzen gepackt oder in der Tasche gepackt und ja, hier werden sich jetzt alle ganz schön die Kauf, bereiten sich vor. Ja, sehr cool. So, die Mannschaften und die Schiris gehen jetzt drauf. Es geht jetzt gleich los, Leute. Ja, ich bin heute absolut für Staßfurt, also sag ich so wie es ist. Mal gucken, was heute so abgeht. Ich freue mich. Und jetzt geht's los, Leute. Jetzt. Oh mein Gott, der Torwart! Oh mein Gott, Digga! Staßfurt mit der ersten großen Chance. So, jetzt Flanke und ich glaube, es gibt Ecke. Ich hab's nicht ganz gesehen. Ja, ja doch, es sieht nach Ecke aus, ja. Es gibt Ecke für Staßfurt. Die erste Ecke im Spiel. So, Ecke wurde kurz ausgeführt. Jetzt gleich, Staßfurt. Oh. Also wir haben einen starken Anfang. Staßfurt ist hier. Und oh mein Gott! Oh mein Gott, die erste Chance, der Torwart war weit draußen, man hat zwar einen Versuch von außen, der Schönebeck hat es von außen versucht. Hätte schief gehen können, ne? Jetzt gleich mit der ersten Chance. Oh. Ja, also Staßfurt mit besseren Chancen bis jetzt hin. Ich glaube, Schönebeck hat jetzt einfach nur die eine Chance, die von der dem Tor gegangen ist, aber Staßfurt ist jetzt hin deutlich besser. So, Staßfurt jetzt auf dem Außen. Oh, oh, immer noch abgefälscht. Und es gibt, glaube ich, Ecke, oder? Also Ecke ist schon ausgeführt. Flanke kommt rein. Schönebeck klärt. Schießt von hinten. Oh, was für ein Schuss, Alter. So, Staßfurt. Ja, Schönebeck hat geklärt. Aber Staßfurt hat wieder im Ballbesitz. Und da kommt die. Jetzt. Und er schießt. Tor, jawohl. 1-0. Sehr, sehr stark, Jungs. Jetzt vielleicht mal mit Schuh. Oh mein Gott. Stark gehalten. Ja. So, Ecke jetzt für Staßfurt. Ausgeführt. Boah, der kommt ganz schön weit hoch. Ja, Staßfurt wieder immer noch im Ballbesitz. Jetzt. Oh, boah, der ging voll in die Fresse, Alter. Junge. Dass der überhaupt noch steht, Alter. So, jetzt Staßfurt. Oh mein Gott, das war hundertprozentige.
Die muss er reinmachen. So, Ecke jetzt hier Stasswort. Ecke, Ecke. Kommt rein. Und, oh! Ja, Leute, gerade gab es noch eine kleine Trinkpause. Wir dachten so am Anfang so Halbzeit. Ja, aber nee, also nach 22 Minuten war es ein bisschen komisch. Aber ja, Trinkpause bei dem Wetter ist auch normal. Aber die Zeit verging da echt schnell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass schon 22 Minuten rum sind, Digga. Alter. Ja, und jetzt geht's weiter. So, jetzt kann's kritisch werden. Jetzt vielleicht Schönebeck mit der richtigen ersten Chance zum Torwart direkt. So, Leute, die ersten Auswechselspieler wärmen sich jetzt auf. Ecke kommt und Torwart hat. Oh, boah, Tor. Stark gemacht. Super. Sehr, sehr stark. Aber es ist anders. Oh! Das meinte ich, Leute. Darum dürft ihr nicht so weit aus dem Tor kommen. Das kann so schief gehen. So, jetzt vielleicht. Er schießt. Oh, Latte. Das war ein guter Schuss, Leute. Warte, irgendwo hier jetzt. Warte, Jan, zeig's gerade mal. Da jetzt. Ja, hier Leute, die 23. Boah, das war heftig, Alter. Gut gemacht. So, jetzt Stasford. Tor 2-0. Ja. Ey, gerade noch so aufgenommen. 2-0. So, Stasford ist vielleicht nochmal. Und Tor. 3-0. Ja, let's go. Ja, 3-0. Ey, das haben sie wieder super rausgespielt. Super Passspiel. Und am Ende halt einfach easy. Am Ende, Leute. Erste Halbzeit ist jetzt zu Ende. Man muss sagen, Schatz hat deutlich besser, auch eine verdiente Führung. 3-0 führen sie jetzt gegen Schönebeck. Ja, von Schönebeck kam nicht viel, muss man einfach sagen. Also, da hätte ich mir persönlich mehr erhofft oder erwartet. Ich habe gehört, Schönebeck soll von sich aus eine Top-Mannschaft eigentlich auch sein und so auch ganz gut spielen, aber davon sehe ich bis jetzt hier noch nichts. Ja, mal gucken. Gucken, was in der zweiten Halbzeit noch so geht. Ob es vielleicht nochmal spannend wird oder ob es jetzt eindeutig bleibt. Und dass Schatz hat am Ende noch 2-3 Tore schießt oder so, man weiß ja nicht. Jo, Jörn, hau mal deine Meinung zu der ersten Halbzeit raus. Die erste Halbzeit, die war echt gut. Am meisten, ich habe ja gesagt, 3-2, weil sie haben ja zwei von FCM die Jugend, ja. Ja, Schönebeck sollte zwei von der FCM Jugend haben, weiß ich aber nicht, ob die das. Ich habe das nur gehört, ob es stimmt, ja, weiß ich nicht. Gehört? Okay, dann ist, da aber ich glaube, die haben auch zwei, aber bis jetzt ist noch nicht so viel drin. Aber auf jeden Fall echt gut, Digga. Ich habe ja gesagt, 3-1. Ja, vielleicht. 3 Tore habe ich jetzt. Ja, super. Ja, aber auch Schönebeck noch einen schießt. Ja. Glaubst du? Ja, stopp. Aber bis jetzt sind zwei, wo zwei Chancen also gehabt. Also halt der Tor, der geht immer echt weit hin, raus. Ja. Und da kannst du ja nicht schon sehen, wie du es schon gesagt hast. Easy wird heute noch einer. Mal gucken. Kann passieren, ne? Ja. Möglich ist es definitiv. Ja. Und was glaubst du, was geht noch so in der zweiten Halbzeit so? Glaubst du, Schönebeck kann sogar noch aufholen, oder? Ich glaube schon, dass Schönebeck noch 1-2 Tore schießen kann, aber ich glaube, Stafford wird mehr schießen. Also mindestens so 2 Tore noch. Oh, dann hier noch rein da. Okay. Ja. So, Leute, zweite Halbzeit hat jetzt begonnen. Stasford führt 3-0. Und mal gucken, was noch so geht. Jetzt Stasford. Boah, der Ah, ne, das macht Schönebeck sehr gut. So, Schönebeck. Oh, Stasford mit super Grätsche. Und jetzt hat Stasford. Jetzt können sie schnell machen. Jetzt können sie sehr, sehr schnell machen. Jetzt schon von außen. Und der ist sau, sau schnell. Jetzt vielleicht. Was macht er? Oh, Torwart. Stark gehalten. Sehr, sehr stark gehalten von Torwart. Stasford nochmal. Jetzt danke. Und der Torwart gerade noch so. Also wäre der Torwart da nicht gewesen, dann wäre es das erstmal gewesen. Aber ich dachte. Hey, Schiri hat ihn ganz berührt. Der hat ihn gar nicht berührt. Was war denn jetzt? Abseits? Ja, abseits. Aber der hat ihn gar nicht berührt. Es wäre abseits gewesen, aber er hat ihn aber gar nicht mehr berührt, so richtig. Ja, jetzt. Vielleicht Stasswort über den Außen. Boah, stark gemacht von Schönebeck. Oh, Stasswort. Pass, Schuss. Tor. 4-0. So, Ecke wurde ausgeführt. So, jetzt. Oh, Torwart. So, jetzt Stasswort. Münzen eigentlich nur gut ausspielen. Ich glaube, es sind so 5. Ja, und Tor. Ja, 5-0. So, Leute. Schönebeck jetzt mit der Ecke. Wer folgt denn neben mir? So, jetzt. Flache Ecke. Nicht ganz gut geklärt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Was ist da denn passiert? Und jetzt können sie schnell machen. Jetzt können sie sehr schnell machen. Oh. Das war's. Schlusswort jetzt, ja. Eigentlich nur Mitte spielen. Komm.
Oh, und jetzt? Ja! 6-0. Ja. 6-0. So, also jetzt vielleicht mal Schönebeck. Feuer jetzt mal hier. Oh, Alter. Ist mal 6-1 nur noch, aber das war ein heftiges Tor. So, Leute, jetzt. Ja, easy. Ja. Oh mein Gott, als ob. Ja, moin, ich hatte das easy drinne. Jetzt, ja. Oh mein Gott, der Torwart. Oh mein Gott, was für eine Parade. Jetzt. 8-1. 8-1. Ja, Jörn, 8-1. Das ist 8-1 Haus, das glaube ich, ne? Wenn ich falsch bin, 8-7-1 jetzt schon. 7-1? Ja, stimmt, ja. Jetzt Startsort, ja. Das wird jetzt das 8-1 sein. Oh mein Gott, Torwart, als ob. Ja, und jetzt aber. Muss er. Oh mein Gott, als ob. So, jetzt. Oh mein Gott, die Grätsche, Digga, als ob. Was für eine Monstergrätsche von Stassort, Alter. Oh, komm, stark. Komm. Muss er. Oh mein Gott, Torwart. Oh, Digga, wer hätte sich nicht hingeschmissen, hätte einen Safe reingemacht. Oh. Ja, Stassort. Jetzt vielleicht mal. Jetzt über den Außen. Die Flanke. Ja. Oh. Oh mein Alter, Gott, Junge. Digga. So, Leute, das Spiel ist aus. 7 oder 8-1 habt Stassort gewonnen. 7-1. Ich hab's jetzt nicht ganz mitgezählt. Also, wie gesagt, 7-1 oder 8-1 haben sie jetzt definitiv gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch an Stassort. Super Spiel. Also wirklich, was die gemacht haben, heftig. Haben ein super Spiel gemacht. Ja, genau, da hat Jörn recht. Er hat gerade gesagt, Leute, auch ein schönes Spiel von Schönebeck, aber es kam ja einfach zu die wenig. Die waren halt nicht so aktiv, der. Naja, was die nicht aktiv, die haben einfach. Die wollten umsetzen, sagen wir mal so, wie es ist. Die wollten was machen, aber. Irgendwie, sie hat keine Laune dafür. Irgendwie hat es einfach nicht geklappt. Ja. Super Spiel, cool. Hat auch echt Spaß gemacht, mal bei so einem Pokalspiel dabei zu sein. Weil man hat gemerkt, es geht um was. Die haben alle Power gehabt und so, das war geil. So, oder die kleinen Ultras hier am Start. Ich hoffe, dass die Mannschaft das nochmal hingeht. Das wäre voll nice. Ja, das wäre wirklich nice. So, Leute, die Mannschaft geht wirklich zu den kleinen Ultras. Finde ich geil. Echt Respekt, ja. Finde ich cool sowas, ne? Also man muss sagen, klar, es sind vielleicht keine großen Ultras oder so, aber es sind halt kleine Ultras, die ihren Verein, ihre Stadt unterstützen. Ja, oh, der. Das, also das ist echt geil, der, was ja, der macht. Das finde ich sehr cool, ja. Geile Aktion. Bevor die Kommentare jetzt auch kommen, mehr Stimmung als in Leipzig, Leute, da gebe ich euch recht. Muss man sagen. So, so sehen wir. Oh! Sehr geil, fühle ich. Junge! Geil. So, Leute, ja. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, das wäre richtig cool. Gutes Spiel. Kann ich einfach nur mal wieder sagen, ich hab's schon selbst gesagt. Aber bei so einem Pokalspiel so dabei zu sein, ist schon mal was anderes. Ja, du merkst halt, dass auch wirklich was drin ist oder dass es wirklich um was geht. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke an die Leute, die mich informiert haben, weil ich hätte das aber durch euch gar nicht so gesehen, dass ein Pokalspiel heute in Stassort ist. Danke, Kuss, Kuss. Dann kommt der alle Gehalt. Ja, safe vielleicht, oh Mann. Gehalt, Digga. Und ja, Leute. Tag 5000 Euro. Ja, Leute, ich würde auch sagen, haut rein, checkt Jürgen ab. Jo, Captain Jürgen. Und ja, Leute, ciao, ciao, bis zum nächsten Video.